immer so ein Ding, ne? Wartung ist ja immer so ein Teil der Arbeit. Und ob das alles zugänglich und gut ist, ne? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute testen wir jetzt unseren Vorfüllmulcher, den Humus. Wir fahren im Gespann los, wir haben da noch eine Fläche zu machen. Da brauchen wir beide. Und ja, seid mal gespannt, was so alles Schönes passiert. So, wir haben nochmal schnell eine Gelenkwelle angebaut. An diesem schönen Morgen. Und wollen wir mal gucken, dass das da vorne ein bisschen rappelt und ballert. Ne? Wir fahren mal zum Feld. Meine Frontzapfenprogrammierung gar nicht, aber egal. Angegangen ist er schon mal, ne? Frontzapfelle haben wir. So, jetzt spielen wir hier mal leichte Sachen, ne? Kann ich gar nicht sehen. Was fällt uns natürlich auf? So eine neue Maschine läuft natürlich ganz ruhig und smoothie, ne? Und die schnipselt natürlich wie so ein, ja, weiß ich auch nicht, wie so ein Thermomix. Und ich fahre jetzt ohne Druck, ich fahre sie einfach in Entlastung und vorne im Langloch, ja, ist so erstmal ganz angenehm. Das hier war ja Rübenmietenplatz, ne? Von vor, ja, wir waren ja auf einem anderen Feld, von vor 2 Jahren, genau. Da ist ja Blumenwiese gewesen und jetzt kommt hier ja wieder Rübe hin. Da muss natürlich das Vorgewende auch wieder frei, ne? Also mulche ich mir das einmal weg. Ja, alter Raps und abgestorbene Zwischenfrucht oder Blumenwiese ist natürlich easy, ne? Aber schön ruhig, läuft schön und für Schwimmstellung fahren, wo ich ja nicht so der Begeisterte von bin, ist das eigentlich alles sehr schön. Also liegt auch an dieser großen Rolle, ne? Das muss man ja fairerweise sagen. Unser Vornmulcher hat ja auch eine große Rolle, der Heckmulcher hat ja die kleine. Das ist schon ganz angenehm, ne? Aber wir müssen aufpassen, nicht, dass wir sein Auto noch treffen. So, an. Dann habe ich hier auf Blau. Nee, stimmt ja gar nicht. Ich lüge euch ein zurecht. Auf Rot habe ich meinen Seitenschieber. Jetzt schieben wir den mal ganz nach rechts aus, dann können wir ihn da so ein bisschen sehen, damit wir da am Knick lang kommen. Was ist natürlich, man kann ihn rechts nicht gut sehen jetzt. Ne? Es ist der Kotflügel davor. Da kann der Mulcher nichts für. Da muss ein Zylon ran. So, wir wollen Astwerk, also wollen wir auf 1000. Ne? Wenig gucken kann ich viel. Ich habe euch da unten eine Kamera hingemacht, ihr könnt auch gucken. Tiefer, sonst holen wir den nicht richtig hoch. Was für unseren Mulcher natürlich unfair ist, wir haben hier so ein bisschen
ja, so ein bisschen Flugkante, ne? Also so eine kleine Kante. Ich muss gleich mal irgendwie ein bisschen anders fahren, dass ich oben drauf bin. Ich bin jetzt, das ist so ein bisschen so. Ich bin jetzt unten und dann einmal oben, ne? Du, wenn die Bäume jetzt stehen würden, dann hätte der das natürlich leichter. Jetzt ist durch die Kante und so natürlich ein bisschen blöd. Da wäre es dann halt praktisch, wenn man so einen Seitenmulcher hätte, ne? Ach so. Haben wir ja. Fahr jetzt einmal unterhalb der Kante lang. Und dann hat man das sauber weg, ne? Das ist natürlich nicht so sauber weg wie weggesammelt. Da müssen wir uns ja nichts vormachen, ne? Aber weggesammelt ist ja auch immer anstrengend. So, liegendes Astwerk ist natürlich kompliziert, aber das, was er erwischt, das knackt er natürlich klein. Ne? Da hat er keine Schmerzen mit. Ist ein bisschen unfair. Beim Hochfahren ist auf der Seite der Riementrieb, aber weil ich sowieso leer hochfahren, ist ja, Leerfahrten sind ja keine Option. So, aber ansonsten nimmt er das natürlich alles mit und macht das klein. Wenn wir hier jetzt nachher einmal mit der Kreisellecke lang gezogen sind, dann sammelt man noch mal ein bisschen den Kleinscheiß, schmeißt das ein bisschen beiseite und dann gammelt der Rest weg. Ne? Beleuchtung geht wieder. Werkzeug gestern Abend liegen lassen. Mann, 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 Leute. So, die Baustellen haben wir abgearbeitet. Fadi war auch da. Jetzt wollen wir Wiese mulchen, ne? Wiese mulchen. Ich fahre den Frontmulcher jetzt so wie unseren Dücker mit 50 Bar in der Fronthydraulik als Vorspannung. Und das erweist sich auf der Wiese hier ganz gut. Und vor allen Dingen, meine Lenkung ist wieder da. Ne? Das muss man ja fairerweise sagen. Wenn du den absetzt mit Entlasten, dann nimmst du ihm ja ordentlich Macht von der Vorderachse. Ne? So, von daher passt das ganz gut. Und Mulchergebnis ist sehr zufriedenstellend. Hier waren so kleine Büsche. Ah, noch nicht mal so. Die hat der natürlich besser weggenagelt mit seinem nagelneuen Messer als der Dücker. Ne? Das ist Fakt. Das ist einfach, der hat halt auch einen anderen Rotor und andere Schlägel und so. Ne? Das muss ich sagen, das gefällt mir sehr gut. Ansonsten sehen die Mulchergebnisse natürlich gleich aus. Hier, wir mulchen Gras. Ne? Also trockenes Gras. Wir wollten das im Herbst schon mulchen, aber da ist uns ja irgendwann der Regen dazwischen gekommen, ne? So, Pferdeweide, wie man es kennt. Der Berg da noch, dahinter noch ein Stück. Und dann noch irgendwo, wo es vielleicht nass sein kann. Wo es nass sein kann, das ist ja genau unsere Liga. Eieiei. Aber es macht Spaß. Was ist da los? Wir Emsländer in Humus Nordmann sagt, wir haben hier Berge. Das ist nur so ein kleiner Hügel. Das Emsland, das ist glatt, das kann ich mir wohl gut vorstellen. Ja. Und da drüben, ach, das ist herrlich, ne? Aber diese alten Strunken, die müssen natürlich weg. Gerade wenn das eine schöne Pferdeweide sein soll, ne? Und hier ist ja besonders schön und dann auch noch eine schöne Weide dazu. Was willst du mehr, ne? Zack. Geht da halt so ein bisschen hoch, mein Gott. Allrad an und los, ne? Und da gucke ich eben jetzt, das ist eben das Charmante. So, machen wir mal runter. Da gucke ich eben jetzt auf meinen Manometer da oben. Und wenn das dann über 50 geht, das kommt gleich der Fall, wenn wir hier über die Kuppe kommen, jetzt, dann kann ich ein bisschen nachregeln und tiefer machen, ne? So kann ich mir so ein bisschen die automatische Druckgeschichte von Hand machen. Ne? Wir haben ja diesen Satz vom GT liegen. Der müsste, glaube ich, in diesen Träger nachher rein. Dass er dann immer, dann kannst du eine Barzahl einstellen und dann hält er den Druck ja immer. Ne? So, das ist hier wohl so ein bisschen schräg. Das ist dann natürlich für den Fahrer nochmal eine Entlastung. Dann machst du einfach runter und dann schaltest du da 41, 50 Bar und die hält er. Ne? Und wenn er dann merkt, er kommt höher, dann regelt er wieder runter und andersrum laden kann er natürlich nicht. Ne? Das müsste man dann machen. Solche Armaturen würde es dann von Firma Hydak zum Beispiel geben.
die dann über so einen Lotsensing-Block dann auch noch wieder laden können. Ne? Das ist dann nochmal wieder eine charmantere Geschichte. Meine ich zumindest, dass sie das können. Wenn die über Lotsensing sind, dass die dann immer diesen Druck halten. Ne? So, hier war mal Zaun. Kann man auch ganz gut sehen. Wenn das dann wieder weggemulcht ist, sieht das wieder ordentlich aus. Ne? Schön. Ist hier jetzt ganz schwer zu sehen, aber man sieht, da ist noch ein bisschen mehr Grün ist, weil es hier ziemlich stark rumgeht. Ne? Und da ist so ein bisschen die Methode, die unser Düker hat, der hat die Unterlenkeraufnahmen so geklappt. Die können da doch ein bisschen mehr, weil er sich dann noch ein bisschen besser anpassen kann. Ne? Was aber ist, unseren Düker kann ich gerne mal in der Erde vorne versenken. Der hat diese Seitenkufen nicht. Die sind vielleicht nicht immer nur zum Vorteil, die können vielleicht auch mal einen Nachteil bringen, habe ich neulich mal bei so einem anderen Hersteller in so einem Video gesehen. Also am anderen YouTuber. Aber dadurch bedingt geht mir die Karre ja nicht in den Sumpf und ich mache nicht hier so ein Riesenloch. Ne? Also, habe ich manchmal, dann komme ich irgendwo Richtung Knick und dann will ich rückwärts fahren, dann taucht er vorne ein bisschen durch und dann geht er richtig in die Knie und dann richtig in die Erde geht der Arme. Ne? Das passiert dir natürlich mit diesem Kufen nicht. Ne? So, zweite, dritte Weide fast fertig und dann kommt da irgendwas mit nass. Mit nass. Hier putzen wir nochmal so mit so einer Ecke weg, ne? Man sieht das halt überall, die hellen Stellen, das ist alles so alten Kram, ne? Alles, was man irgendwie schon am liebsten im Herbst gemacht hätte, aber es war ja alles nicht möglich, ne? Aber so kann das jetzt fröhlich loswachsen. Wir kriegen ja jetzt, obwohl es ist immer kalt, ne? Boah, ist es noch kalt. Und morgen war ein bisschen über Null, es ist frisch. Aber ich glaube, es wird irgendwann besser. Und dann kommt das Wachstum auch. Also hier wächst noch nicht so wirklich was. Fröhlich auf jeden Fall nicht. Fertig, ne? Bisschen sauber gekratzt. Hat Spaß gemacht. Schön, hat mir gut gefallen. Wieder zu Hause, ne? Also, Humus PMF 280. Gibt da drei Varianten. Dieser ist aber schon in seiner Variation schon ein bisschen besser ausgeführt. Normalerweise sitzt das Getriebe nicht mittig, das sitzt ein bisschen außen, weil du ihn ja so verschieben kannst. Das ist hier mittig gesetzt. Das ist bei der höherwertigeren Variante auch nochmal irgendwie Standard. Und was es noch gibt, auch nicht bei diesem, sondern bei dem anderen, ist noch eine Gegenleiste, was mich eigentlich noch so ein bisschen... Ja, das wäre es noch ein bisschen geiler gewesen, wenn hier jetzt noch eine Gegenschneide wäre, dann könnte man noch mehr einstellen. Ne? Das ist einfach so. Ja, wir sehen, es hat natürlich jetzt gearbeitet. Ne? Jetzt musst du das hier arbeiten und das hat es natürlich auch getan. Ne? Die Murchmesser haben hier jetzt ihre ersten schönen kleinen Streifen gekriegt. Ne? Nützt ja nun mal alles nichts. Auch die Walze musst du natürlich Farbe verlieren und auch die Farbe musst du da hinten natürlich Farbe verlieren. Ach, das ist immer so schön, wenn man ein neues Gerät hat, dass es dann nicht mehr so schön ist danach. Ne? Auch hier oben. Wir werden gleich mal das mal alles ein bisschen sauber machen. Ja, und dann sieht das so aus. Hat mir aber sehr gut gefallen, hat ein schönes Mulchbild hinterlassen. Aussage ist, so ein Schlegel kostet keine 15 Euro netto. Also nur die Schneide natürlich. Der Schlegel an sich kostet noch ein bisschen mehr. Da müssen wir nochmal genau ins Detail gehen. Aber an sich ist der Verschleiß oder das, was verschleißt, dann im Verhältnis preiswert. Ne? Du brauchst keinen kompletten Mulchschlegel kaufen, sondern nur diese Schneide da. Ne? Ja. Riementrieb. Nicht so wie unser zum Verdrehen, sondern hier über eine Feder gespannt mit so einem Cookie-Cookie-Blech. Wenn ich das jetzt wieder... Ja, leider ist mir ja die Datei noch irgendwie abhanden gekommen. Nee, ich weiß ja wie, die Kamera hat ja abgespackt und ich hatte euch noch ein bisschen mehr erzählt. Eigentlich geht die Szene weiter, wie ich um diesen Mulch herumschleiche. Ich werde im Hintergrund einfach ein paar Bilder vom Mulchen laufen lassen, die freundlicherweise der Humus-Vertreter des Vertrauens gemacht hat. Vielen Dank schon mal für die Aufnahmen. Ja, folgendes, ich hatte euch noch berichtet, dass ich halt sehr zufrieden mit dem Mulcher war. Schönes Mulchbild gemacht. Er macht einen vernünftigen, stabilen Eindruck. Es ist so, hatte ich auch schon beim Mulchen erzählt, dass diese Aufhängung, dass ich das pendelnd einfach nochmal ein bisschen cooler finden würde.
Das fehlt mir so ein bisschen. Aber oben, die Oberlenkeraufnahme ist mega flexibel. Man kann die noch einstellen auf seine Bedürfnisse, in der Länge verstellen. Und ja, mit seinen 244 mm oder mit seiner 244 mm großen Tastrolle lief der wunderbar über. Der lief schön ruhig. Im Verhältnis zu unserem Mulcher war das eh irre, wie ruhig natürlich so ein neuer Mulcher läuft, im Gegensatz zu einem, der irgendwo 20 Jahre alt ist, ne? Was ich noch gesagt hatte, ist, dass der Mulcher 3 Meter Außenbreite hat. Das heißt also fahrbar auf der Straße und effektiv arbeiten dann 2,78 Meter oder es werden 2,78 Meter werden gemulcht. Und ja, der Rotor, auf dem die 24 Schlegel sind, der ist 168 mm im Durchmesser. Das ist also schon ein ordentlicher Rotor. So ein Mulch, so ein Schlegel wiegt auch über 4 Kilo. Also das ist ja auch ein ordentlicher Ballermann. Der braucht natürlich auch eine ordentliche Welle, ne? Ja, das eigentlich dazu. Die Schutzschilder, also alles, was so Gummilappen ist und so, hat auch mir persönlich gut gefallen. Da flog irgendwie nichts Richtung Trecker. Allerdings sind wir natürlich auch nicht auf Maisacker gewesen, sondern irgendwie nur auf, ja, auf, für so einen Mulcher aus meiner Sicht gesehen, auf leichten Bedingungen, ne? Das war also easy going, kein Problem für den Mulcher, ne? Ja, also das hatte ich noch so zu dem Mulcher gesagt und jetzt gehen wir über, nach dem Saubermachen gucken wir uns das ganze Gerät mal an, wie es aussieht, wenn es gearbeitet hat, 3 Stunden, nicht mal effektiv, vielleicht gerade mal 2 Stunden, wo die Messer im Einsatz waren und ja, das sehen wir jetzt. So, wir machen das jetzt mal nicht so im Wind, ne? Das Ganze ist jetzt, ich dachte sauber, aber du hast dann doch immer mal so Stellen, wo du vergisst, aber egal. Hier auf dem Paddel ist auch nicht sauber. So sieht's aus, ne? Die Farbe ist halt nicht mehr da, ist ja klar, ne? Die ist, am besten sieht's nachher aus, wenn sie wieder ganz ab ist, ne? Jetzt so halb ab ist auch irgendwie doof. Aber ist ja nicht so wild. Da ist ja von auszugehen, dass das so kommt. Ich kann gar nicht genau sagen, doch, hier oben fängt die Verschleißeinlage an. Das ist die eine Gegenschneide. Der andere hat, glaube ich, hier noch eine. Und das ist aber schön rau hier schon. Der andere hat, glaube ich, hier noch eine. Die finde ich ganz interessant. Und dann geht dieses Blech bis hier, ne? Die Verschleißeinlage. Das ist so eine Hardox-Verschleißeinlage. Und ich meinte, die andere Version hat die noch ein bisschen, ich glaube, 3 und 5 mm, magelt mir nicht genau fest. Das sieht nach 3 mm aus, nicht nach 5 mm. Ja, aber hat halt natürlich überall gearbeitet, ist ja klar. Die Striegel sitzt ja nicht, sondern Schlegel. Ich dachte erst, na, sind die spiralförmig angeordnet? Nee, die sind, kann man ganz gut sehen, ne? Das ist Schützenreihe hier. Also da ist nichts Spiralförmiges. Ich weiß auch nicht, aber nee, ich wollte gerade sagen, hat einer ein Patent drauf, aber die Chinesen machen das ja auch bei ihren Mulchern, also von daher. Ist auch spiralförmig kein Dingensbummens irgendwie drauf, ne? Hier hat er, immer wenn hier was zwischen war, arbeitet er da schon mal ein bisschen mehr, auch alles gut. Von oben kann man natürlich gut sehen, immer wo das Eisen war, sind die Striche, ne? Auch spannend. Ja, die Schrauben und so, das... Da hält alles, das ist alles schon echt gut. Ne? Also das ist von der Sache her nicht schlecht, wenn du halt nur diese Platte hier im Endeffekt mit den 3 Schrauben abschraubst und dann als Verschleißteil diese Platte hast, ne? Und nicht den ganzen Schlegel. Ja, andersrum kann man natürlich auch den ganzen Schlegel hier abschrauben, rausbauen, falls der was hat oder was auch immer, dann kann man den natürlich tauschen. Was beim Waschen nachteilig ist tatsächlich, die Dinger hier, kriegst nicht sauber, ne? Die fliegen hier rum. Wie die armen Irren. Und wenn beim Fahren, habe ich ja gesehen, dass sie hochgegangen sind, dann nehmen sie hier auch schon vom Hochschlagen die Farbe weg, ne? Das ist aber auch nicht schön. Na, die Klombe, das ging. Eigentlich muss man zum Waschen, muss man die irgendwie, das muss man so... Muss man sich vorstellen wie im Kuhstall, dass man die Viecher so einfängt, dass die nicht so hin und her können. Weil von hier kannst du nicht waschen und von da kannst du auch nicht waschen, ne? Von da fliegen sie dahin und von hier fliegen sie dahin. Und dann musst du dahin und kommst du auch nicht, ne? Ja, die nackeln da so gegen. Achso, deswegen sind die Einschläge hier so hart, weil die da so gegen nuckeln. Ja. Gut, große, schöne Tastrolle. Das hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Das macht Spaß, ne? So, jetzt gucken wir noch mal einmal. Oh.
Hier drin ist das Licht ja nicht ganz so gut wie draußen, aber draußen ist so windig. Ich glaube, hier war das Transportschaden, da kann ich nichts für. Da will ich nichts für haben. Was wollte ich sagen? Den Federspanner hatte ich schon gezeigt, hinher. Das war alles gut. Das war alles gut. Das war alles gut. Was mir noch aufgefallen ist, hier so... Es will einfach die Farbe schon weg, ne? Warum will die da weg? Da war ja eigentlich kein Grund, dass sie weg kann, ne? Aber passt schon. Oder da war nicht so richtig Farbe. Kann man sich überlegen. Aber sonst passt das. Es sind natürlich an so einem Murcher mehr Ecken und Kanten zum Saubermachen, als an unserem 0815. Aber das ist damit bei. Sieht aber alles wieder sauber und ordentlich aus. Das wollen wir natürlich nämlich auch sauber und ordentlich wieder übergeben. Ne? Das nützt ja nun mal alles nichts. Achso, ein kleiner Punkt. Alle Hersteller, meine Murcher von Düker, bei meinem Nachbarn, verschiedenste Geräte. Warum machen die Hersteller immer die Füße zu kurz? Den Fuß hier kannst du runterstellen. Kommt er nicht auf Boden, ne? Muss ein Stück Holz unterpacken oder ein Vierkant. Also ich habe ein 12x12 untergepackt, damit der Fußbodenkontakt hat, ne? Das muss ja nicht unbedingt sein. Ja, aber ansonsten, hatte ich schon mal gesagt, hier, sowas, ne? Über solche Kleinigkeiten, ne? Da freue ich mich. Wo machst du das Ding hin? Da machst du das fest. Da hast du keine Probleme, ne? Das schlackert da nicht rum, das ist da festgemacht und gut ist, ne? Genauso die Hydraulikschläuche, die kommen da. Wenn du in eine andere Richtung arbeitest, legst du hier durch. Fertig, ne? Hier durch die Löcher, kannst du sie so fixieren. Auch alles gut. So eine Kleinigkeiten sind's, ne? So eine Kleinigkeiten sind's. Jo. Passt, ne? Passt soweit alles. 3/8 Zoll Rohrnibbel. Das ist ja auch praktisch. Und dann da so hoch adaptiert. Ja, was wir noch machen können, das ist ein guter Spaß. Wartung, ne? Wir können ja mal einmal gucken, ob wir alle Schmiernibbel erwischen. Das würde mich ja mal interessieren. Ist zwar noch nicht, stand drauf irgendwas von 20 Stunden. Was steht da? Antriebswelle alle 10. Eine Schmiergeschichte. Messer- und Schlägewelle alle 20. Nach einer Stunde Mäheinsatz Kalriemspanner überprüfen. Auch gut. Laufwalze täglich schmieren. Ja, wir machen mal überall einen Schlag rein. Mal gucken, das ist ja immer so ein Ding, ne? Wartung ist ja immer so ein Teil der Arbeit. Und ob das alles zugänglich und gut ist. Ne? Erster Schmiernippel, Verschieberohr, ne? Pillepalle. Einmal müssten wir hier drüben auf der Gegenseite nochmal genauso haben. So, dann haben wir hier die Welle, die vom Getriebe darüber geht. Ja, das, also da muss ich sagen, fällt mir schon gleich auf. Kommst du, weil hier der Dings ist, kommst du schwer ran, drückt fett daneben. Kein guter Schmiernibbel, gefällt mir nicht. Müsste einer rauf, einfacher Tipp, 45 Grad, ne? Hast es. Dann steht er hier so hoch. Linke Seite, Lagerung für die dicke Welle. Weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Easy, easy. So, dann die Murchwelle an sich. So ein Pfeil, hier ist so ein Deckel drauf. Das ist auch ungünstig, ne? Komme ich da ohne Werkzeug bei, diesen Deckel abzumachen? Wenn du jetzt ein Werkzeug nimmst, machst du auch noch Farbe ab, bestimmt. Das willst du ja auch nicht. So, da, ja. Da ist der Schmiernippel. Tja, lass mal den Deckel jetzt eigentlich ab. Ist der nur so wegen schön? Macht man das? Macht man das nicht? So, da machen wir auch was rein. Der Deckel ist gut und schlecht zugleich, ne? Ich mag so Deckel, aber man müsste hier in der Mitte müssen wir was machen, dass man den rausziehen kann, ne? So ein kleines Griffstück würde ich mir da anbauen. So, dann haben wir die Seite. Das haben wir. Kalriemspannung, guck mal, kann man sehen. Müsste jetzt nachgespannt werden, ne? Hätte ich jetzt gesagt. Diese Federtechnik hier könnte man jetzt nachspannen. Stand ja auch irgendwas von
10 Betriebsstunden schmieren. Irgendwas mit Kaliumspannung. Messer, Schlegelwelle nach einer Stunde. Kaliumspannung prüfen, siehst? Wir haben ja aber 3 Stunden gemacht. andere Seite. Oh, guck mal, hier ist das Bonscherland, ne? Einmal da, einmal da. So. Hier unser Andi rutscht, das ist schön, ne? Dann geht die Farbe nicht ab. Wobei hier sehe ich auch schon wieder, ist auch Farbe ab. Also Wartung, ja, war eigentlich nicht schwierig, ne? Ziemlich einfach. Gibt aber auch so Schmiernibbel, die sind nicht so gut zu erreichen, ne? Eine schöne gekantete Edelstahlschiene. Das ist so das, was ich so gerne habe, ne? Herrlich. Sehr schön. Dann sind wir soweit durch. Haben wir das auch gleich noch mit abgeschmiert, haben wir das auch mal gesehen. Das sind ja so die Dinge, um die man sich eigentlich wenig eine Platte macht, ne? Ja, ist ja so eine Maschine, ja, muss man warten, ja, wird schon irgendwie gehen. Nee, man muss auch, das kann man auch gerne mal ausprobieren, wie das überhaupt geht, wenn man so ein Gerät hat. Einfach, weil das ja der tägliche Gang nachher ist, ne? Du hast das immer mal, dass du das warten musst und dann weißt du wenigstens, wie gut oder schlecht. Die Gelenkwelle haben wir jetzt gelassen, so eine Gelenkwelle hat meistens ewig viele Stunden, bis sie gewartet werden muss. Und deswegen haben wir uns das mal gespart, ne? Ja. Sehr schön. Dann ist das soweit alles fit. Dann kann das Ding da wieder auf den Anhänger. Und dann, ja. Arrivederci. Vielen, vielen Dank nochmal. So. Klausi fährt den 600er raus. Dann kommt der Baggeranhänger in die Werkstatt. Da müssen wir nämlich noch mal kurz Lampen tauschen. Der muss zum TÜV. Und damit uns der TÜV nicht böse kommt, müssen wir noch mal Lampen tauschen. Zack. Das zeige ich euch dann. Und dann holen wir den nämlich raus. Den Rasenmäher fahren wir parallel schon drüben rein und dann passt das, ne? Schnackenberg. Moin. Jo. Endlich wieder Trackcheck, ne? Den setzen wir hier mal ab und dann können wir hier mit dem 9er ran, damit wir die Reifen abkriegen, damit wir vernünftig sauber machen können. Ne? Jetzt müssen wir noch den Rasenmäher. Klaus ist schon fleißig. Der muss auch noch drüben rein, ne? Da müssen wir ja bei, nicht, dass wir Ärger mit der Chefin kriegen. Hoffentlich passen wir durch die Tür durch. Ich weiß das Maß nicht von der. Ja, der muss in die kleine Werkstatt eigentlich.
Wir sehen auch so einen Neuner spät, ne? Hey! Hä? Das ist ja witzig. Das hat gehalten, aber das hatte ich da unter. Und jetzt ist es da. Da liegt das andere Teil. Ach, ärgerlich. Aber die halten. Geil. Vielen Dank. Jo, ein Duell haben wir schon verloren. Ich kann dir jetzt schön die Räder abbauen. Dann ist das alles hier drinnen, dann ist das gut. Der passt so oder so ohne Mähwerk nicht in unsere kleine Werkstatt rein. Und das Problem ist, da ist ja so viel Krams vor der Tür, wir kriegen den also sowieso nicht rein. Ne? Also, gestorben. Muss ich das in der Werkstatt machen, den Rasenmäher. Aber erstmal bereiten wir den Träger vor, damit der entblättert ist sozusagen fürs Waschen und dann kriegt er die Tage erstmal eine Wäsche, ne? Damit wir den mal fit haben für die Saison. So, wir sehen, dass dieser Trecker eigentlich vom Grundprinzip her nicht ganz so doll angegriffen ist wie der andere. Ne? Das werden wir mal nächsten Winter einplanen, aber wir sehen auch, was ich immer sage, gewaschen ist nicht gewaschen. Ne? Wobei das hier oben drauf eigentlich alles geht, es ist relativ trocken. Was heißt relativ? Das ist nicht relativ trocken, das ist alles trocken. Ne? Das ist soweit alles gut, aber wir wollen das einmal vernünftig auspusten und dann waschen. Hier sehen wir, ist die Arretierung für die Unterlenker. Die kann man hier feststellen, dass sie nicht hin und her wackeln. Ne? Das ist dieser Mechanismus mit dieser Feder hier. Und auf der anderen Seite ist mir der beim Grubbern seiner Zeit irgendwie so ein bisschen abgebrochen. Da wollen wir mal ein bisschen Licht sponsern. Zu dick, jo, das habe ich noch nie gehört. So. Ah. Hier sehen wir der Hebel abgebrochen. Das liegt auch daran, weil die Feder weg war. Die Feder hatte ich schon besorgt. Und das kann Fadi jetzt mal wieder konstruieren. Er nimmt jetzt hier den Bolzen raus und dann schweißt er das wieder an. Und dann machen wir die Feder da wieder rein. Und dann ist der Mechanismus wieder in Ordnung. Ne? Während der Zeit bereite ich alles vor zum Durchpusten von der Karre. Sehr gut. Wie sehen die Bolzen aus? Sind die Verschlüsse irgendwie großartig? Nö. Geht, ne? Kannst nichts zu sagen. Kannst nichts zu sagen. Fadi hat das wieder angetoastet. Hier ist jetzt diese Feder, da ist jetzt wieder Dampf drauf, aber warum ist das Ganze passiert? Hier kann man das so ein bisschen sehen. Da guckt ein Hohlspannstift raus. Der muss normalerweise da auch rausgucken. Und der ist... Haben wir ihn gefangen? Ich habe ihn nicht gefangen. Der ist... Den brauchen wir in lang. Der ist durchgeschert. Und der geht dann normalerweise bis da, dass dann hier ein Anschlag ist. Der war jetzt aber nicht, dann konnte das weiter runter wandern, immer weiter. Und dann kommt die Geisterhand und löst die Feder. So, ja. Die haben wir da gerade reingefummelt, ne? Mit viel Freude. Ist hier unten drin? Ja. Gut. Sehr schön. Also, neuer Hohlspannstift rein, dann läuft das Ganze wieder. Dann sind wir hier wieder richtig davor. Also, Ursache und Wirkung, ne? Oder? Ja, Ursache und Wirkung heißt es doch, oder? Ursache ist Hohlstift, Wirkung ist Federfinder. Und Konsequenz ist Hebel abgebrochen. Alles gegeben. Kann man es so ein bisschen erkennen? Ist immer schwer zu sehen, ne? Mit ohne wenig Licht, viel wenig Licht, wie auch immer. Den habe ich ausgepustet soweit.
unten, unterm Tank, hinterm Tank. Ach, diese Löcher sind ja, die sind ja überall. Hier, diese ganze Hydraulikgeschichte, da steckt überall der Dreck drin. Ne? Man muss da einfach, das muss einmal im Jahr muss das sein, in meinen Augen, dass du einmal richtig durchgehst, weil du kommst da ja sonst nicht gegen an. Ne? Und geht halt nur, wenn Räder ab sind. Und somit konnte Klaus ja auch schön an den Bock da schweißen. Hätte ich mal gesagt, den Anschlag da noch vernünftig schweißen und dann passt das. Ne? Dann kann der jetzt sauber gemacht werden. Und wenn der sauber ist, kann der in die Werkstatt. Und dann können wir da ein, zwei Sachen dran machen. Damit der dann auch fertig ist für die Saison. Ne? Das ist jetzt nicht übermäßig viel, aber es ist ein bisschen was gemacht werden muss. Ne? Hier und da ein paar Öle wechseln und was so auf dem Zettel steht. Das muss gemacht werden und dann schauen wir mal. Ne? Herzlich willkommen zu Schnacki klärt auf. Worüber klärt er denn schon wieder auf? Ja, bei so Fälle. Es gibt immer so Fälle. Wir müssen mit unserem Vlemmix Maschinentransporter zum TÜV. Der letzte Maschinentransporter, mit dem ich zum TÜV war, war unser, ich habe keine Ahnung, wie er heißt, irgendwas hieß der, unser Holz, Transporter, also der mit Holzaufbau. Und dann sagt er beim TÜV zu mir, ja, das ist ja alles schön und toll, die Rückfahrscheinwerfer dürfen aber nicht sein. Ja, als Arbeitsscheinwerfer darfst du sie haben und dann müssen sie halt einen extra Schalter haben. Als Rückfahrscheinwerfer darfst du sie nicht verbauen. Also bist du entweder schlau und machst so einen Scheinwerfer hier und da ist ein Schalter dran und den kannst du dann eben ausschalten. Dann geht der Scheinwerfer eben nur an, wenn man den anhat. So, also wenn man zum TÜV fährt, macht man den halt aus. Das kann man natürlich machen. Da ist alles gut, dann ist dem Ganzen Genüge getan, weil hier drauf ist keine E-Nummer. Und zwar benötigen wir die E24 und vielleicht auch noch diese ECER23 Rückfahrscheinwerfer. Das ist, glaube ich, die Hauptsache. E24 ist das Land, wo das gemacht wurde, genau, und die ECER23 ist die Norm, die da drauf sein muss. Und dann ist der Rückfahrscheinwerfer von irgendjemandem geprüft worden. Irgendjemand hat daran wieder Geld verdient. Und dann steht diese Nummer. Auf jeden Fall ist es von LED-Martin, okay. Oh, hast du eine geknallt gekriegt? Ja, jetzt doch eh. Ja, da steht auf jeden Fall eine E. Guck mal, da steht eine E9 drauf. Und da oben eine E24. Na, dann kann der andere, ich sehe ihn ja schon. Ah, ich habe jetzt die falsche. Ich habe jetzt, nee, hier haben wir noch eine, ne? Die geht nicht. Ja, hat er hier oben so drin stecken, der TÜV-Prüfer, in seinem Mantel, in seinem Meistermantel. Und dann geht er so an. Und dann, Dann hat er aber kein TÜV-Norm. Dingsbumpf. Ja, und wenn der Scheinwerfer da dran ist, dann kann er da mit seiner Lampe wöldern und dann. Oh, scheiße, hat der TÜV, kann ich nichts sagen. Und dann geht's weiter, ne? Genau, also, das ist unser schöner, schöner deutscher Rechtsstaat, in dem muss alles geprüft sein und eben auch Rückfahrscheinwerfer. Hatten wir seinerzeit auf der Amazon-Wunschliste, hat uns jemand zugeschickt, mega cool, vielen, vielen Dank. Werden wir jetzt anbauen, weil ich keine Lust habe, irgendwie einen Schalter anzubauen oder ähnliches, sondern wir bauen jetzt diesen Rückfahrscheinwerfer da an und haben dann wieder Licht nach hinten. Ne? Weil das ist tatsächlich für uns persönlich, wenn du den Anhänger irgendwo hinschiebst, irgendwo abholst, wenn irgendwas ist und du mit dem Bagger da zu Gange bist im Dunkeln, ist das einfach ein Gamechanger. Das ist einfach so, es ist dann einfach, es wird nach hinten geleuchtet, das kann das Auto nicht und ja, das, also von da hinten kann das Auto nicht leuchten. Das ist einfach cool. Hier sind die jetzt schon ein paar Jahre dran. Beim letzten TÜV hat da keiner was gesagt. Jetzt ist irgendeiner darüber gefallen. Jetzt fangen sie damit an. Ne? Also, wir bauen den ab. Klemmen den ab. Hier habe ich den. Das ist ja auch geil, ne? Hat Axel wieder unterschiedlich gearbeitet. Hier zum Beispiel hat er da so ein Loch mit so einer Gummitülle gemacht. Ist da rückwärts rangegangen. Und hier auf dieser Seite. Nee, hat er das auch gemacht. Wollte gerade sagen. Ja, weil ich hatte. Nee, aber weil dieses Kabel hatte ich nämlich gesehen. Weil das hier nämlich hinter längs geht und geht hier oben mit rein. Geht hier so hinter längs und geht dann hier oben mit rein. Aber nö, dann habe ich das ja auf beiden Seiten gleich gemacht. Oh ja, sieht Dreck aus. Das ist doch mein neues Glas.
Sehr schön. Also, wir schrauben mal. Um sich hier so ein bisschen Platz zu machen, konnte ich hier jetzt diesen schönen Reflektor des Blinker-Glühelements raustrennen. Schnipp, schnapp, die beiden Kabel ab. Zap, zap, ab. Ab, ne? Gucken wir mal, der neue, der, was hier, Oster? Das hast du geschenkt, naja gut, das war ja geschenkt nicht zu Ostern, sondern zum Träger, ne? Ja. Dann darf man das essen. Eine Packung dir, eine Packung mir. Aber du kannst gerne ich auch. Ich gehe davon aus, das ist meine. So, den da rein, den da durch. Das ist ja nun nicht die Kunst. Und dann schrauben wir den da an. Und dann klemmen wir den da an. Und dann sind halt stopp. Und dann haben wir schon die Kunst. Erst die Schraube. Dann die Schraube. Dann können wir uns überlegen, guck mal, da ist nämlich das. Wollen wir das Yumi von dem alten benutzen? Mhm. Wenn das geht. Dann ist das ein bisschen. Bisschen eleganter, ne? Geht alles. Können wir alles. So, und dann kommt der hier so hin. Ich meine, der ist auch ein bisschen kleiner, ein bisschen schnuckeliger, ne? Mhm. Wenn er genauso gutes Licht macht. Bitte. Sehr gut. Kabel. Hier durch. Passt aber auch gut. So. Ablenken, abisolieren, antüdeln, fertig. Fertiges Ergebnis. Seht ihr dann, ne? Ach so, für die, die es interessiert, das ist noch so eine Stolperfalle für den TÜV, aber egal. Ich habe ja hier die Rückfahrscheinwerfer-Geschichte rausgenommen und durch so ein Ding ersetzt, was man im adäquaten Online-Fachhandel bekommt. Damit die Leistung nicht so runter ist, ne? Die hat also 21 Watt dürfen ja betrieben werden. Das weiß auch das Auto sozusagen, modern ist. Und wenn du dann den von 21 Watt runter deklarierst auf, ich glaube, der hat jetzt 3 oder 4 Watt und der hatte 17, 18 Watt und diese hier haben jetzt 24 Watt, dann ist auch gut, ne? Wir können dann gleich nochmal messen, aber dann kann es auch sein, dass der sogar noch nur 1 Watt hatte. Aber dann ist auch reichlich genug. 24 Watt reicht dann auch. Also die werden gut hell sein. Da mache ich mir keine Sorgen. Das wird schon richtig cool. Aber weil sonst hast du nämlich 21 und siehst ja hier 24, da hast du 50 Watt. Das ist ein bisschen doll. Ne? Deswegen habe ich da eben die LED-Variante gewählt hier. Solange der TÜV-Prüfer das nicht doof findet, und im schlimmsten Fall nimmst du die Birne einfach raus. Ne? Das wäre eine einfache Maßnahme. Der Mülltonnen-Express, ne? Leere Mülltonnen von der Straße oben mit runterbringen, oh Mann. Was macht man nicht alles? Aber die Frage ist hier ja immer, TÜV oder kein TÜV, ne? TÜV oder kein TÜV, TÜV oder kein TÜV. Wir gucken mal rein. Deu TÜV, aber Obacht, liebe Leute, Obacht. Wir hatten ja die Zusatzscheinwerfer getauscht, damit da auch ja die richtige Nummer draufsteht. Oh ja, war auch die E-Nummer und es muss noch irgendeine andere Nummer unbedingt draufstehen. Alles gut. Ich sag ja, wird kontrolliert, wurde kontrolliert. Aber dort und dort ging beim Rückwärtsfahren noch ein Licht an. Ich gehe mal ein bisschen aus dem Wind. Ging beim Rückwärtsfahren noch ein Licht an. Und das geht nicht. 2 Rückfahrscheinwerfer sind erlaubt, nicht 4. Ne? Macht da nicht so viel Licht, das ist alles nicht erlaubt. Nur 2. Aufschrauben, Birnen rausnehmen, kleben. So war die Reihenfolge. Hatte ich hatte ich 50% rausgenommen, hatte er die Plakette schon so halb abgerissen. Und dann die andere Seite, dann hat er sie ganz abgemacht.
Ja, gut. Ist ja vollkommen in Ordnung, kein Problem. Für mich persönlich ist das immer so, ach, es leuchtet halt mehr, wenn da mehr Licht ist und es geht um Rückwärtsfahren. Und du darfst dir ja Arbeitsscheinwerfer noch in Löcher dran bauen. Du kannst da ja 10 Arbeitsscheinwerfer dran bauen und die machst du mit dem Schalter von deinem Auto und dann kannst du die beim Rückwärtsfahren alle einschalten. Das ist gar kein Problem. Sie dürfen nur nicht geschaltet sein, ne? Also nicht vom Fahrzeug über die Rückfahrscheinwerferfunktion geschaltet sein, ne? Ja, das ist so das Regelwerk. Ist nicht schlimm. Hier, jetzt sind die Birnchen raus und fertig. War auch so. Sind aber auch die Birnen nicht so in Ordnung, ne? Nee, die sind nicht so in Ordnung, weil die brauchen ja weniger Strom. Die mussten da rein, weil sonst kackt das Auto ab. Nee, nimm mal raus, alles gut. Also, haben wir rausgenommen, alles gut. Dann ist der wieder einsatzfähig. Für 2 Jahre und dann passt das soweit, ne? Das nochmal dazu. Das soll es dann auch zu diesem Video gewesen sein. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein bisschen Liebe da. Ob wir was auspacken oder nicht, seht ihr im Anschluss. Das weiß ich gerade gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ob wir das sehen, wer dann. Ansonsten sehen wir uns, wie gewohnt, zu einem neuen Vlog wieder. Ne? Bis dahin, ihr Lieben. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss. Ja, ihr Lieben, uns haben wieder ganz, ganz tolle Pakete erreicht. Beziehungsweise sind hier abgegeben worden. Genau, sowohl über den Postweg als auch persönlich. Ne? Mhm. Und die Reisegruppe Marc, so will ich sie mal nennen, die hat Folgendes vorbeigebracht. Zum einen einen wunderschönen Stein für Reiser. Nicht traurig sein, den werden wir Boden eben einarbeiten. Das ist so meine Idee dahinter, ne? Dass der Rasen hier so rundherum wächst, dass man da quasi glatt drüber mähen kann, ne? Mhm. Weil das passt sonst am Zaun nicht so mit Beule und so. Und da habe ich mir überlegt, wenn man das Ding jetzt schön ebenerdig, dann kann man das immer sehen und dann ist das passig, ne? Richtig, richtig cool. Richtig, richtig schön aus. Vielen, vielen lieben Dank. Und dann wurde da noch gleich regional voll in die in die Trickkiste gegriffen und einmal ein rundum Sorglos-Paket inklusive glutenfreie teilweise, ne? Mhm. Richtig, richtig cool. Richtig cool. Einmal die Getränke Bar eröffnet für uns. Sehr, sehr cool, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Wir hoffen, ihr seid gut nach Hause gekommen, habt noch was gegessen, vielleicht auch beim Goldenen M. Ja. Die Diskussion stand ja noch aus, ne? Und ja, sehr, sehr cool. Vielen Dank für den netten Besuch, ne? Und vielen Dank für diesen wunderschönen Stein. Ja. Heute weine ich auch nicht. Hat am Tag, wo ihr da wart, leider nicht so geklappt, aber heute komme ich da wieder ein bisschen besser mit klar. Es gibt immer gute und schlechte Tage. Dann haben wir ein Paket zugeschickt bekommen. Richtig, richtig cool. Vorsichtig öffnen. Mhm. Da ist aber schon dran rumgeöffnet worden. Ja, wollte mal Danke sagen für die tollen Videos. Die Ostereier sind selbst bemalt. Gruß Max. Genau, der liebe Max. Max hat so geile Ostereier gemalt. Ich bin froh, dass Ostern noch nicht vorbei ist. Die kann ich schön aufhängen. Ja. Richtig, richtig cool. Mit Fendt drauf und süßen Herzen und so. Wie kann man allein dieses F so schreiben? Kannst du mir das mal erzählen? Ich schön, kann das, ne? Alter, richtig abgefahren. Da haben abgefahren. Wir ein paar mehr von gekriegt. Richtig, richtig abgefahren. Richtig toll. Das gibt einen schönen Osterbaum. Richtig cool. Dann gibt es hier noch Osterhasen. Mhm. Was zu naschen. Dann hast du hier noch Handschuhe. Notize. Handschuhe. Oh. Sehr, und hier gibt es cool. auch noch einen wachsenden Baum, wollte gerade sagen, hier, was stand da drauf? Ein wachsender Garten. Das ist, wo habe ich es denn gelesen? Achso, Salbei steht hier drauf, hier oben, man kann das nämlich dann einpflanzen. Die Beschreibung steht hier drauf, ja. Wie man das da macht. Dann steckt man den so rein und dann kommt der Salbei dabei raus. Finde ich richtig, richtig cool. Da und was mit dem Bleistift? Ja, der ist Dünger. Der Bleistift ist Dünger? Mhm. Hast du das auch richtig gelesen? Ja, Bleistift verwenden, drücken Sie den Sport bis zum oberen Rand der Samenkapsel in die Erde, also bis dahin. Wasser, Sonne, Liebe nicht vergessen. Ja, Liebe nicht vergessen. Den frischen Pflanzen beim Wachsen zusehen. Steht hier so drauf. Guck mal, da ist das auch so. Ist auch so eine Pflanze. Aha. Die wächst dann da so raus. Erstmal benutzen. Wir wollten gerade sagen, schreib mal erstmal noch mal einen kleinen Aufsatz. Richtig cool. Schön Strafarbeit, dann kommt auch was zusammen. So ähnlich wie diese Teebeutel, ja, das die stimmt. Man noch zum Einpflanzen nehmen kann. Finde ich mega cool. Ja. Ich habe mich richtig gefreut, als ich das gesehen habe. Und vielen Dank für diese schönen Ostereier. Ja. Die werde ich gleich an den Strauch machen. Sehr, sehr cool. Lieben Dank. Vielen, vielen Dank, Max. Vorsicht, Glas steht auch hier drauf.
Yes. Guck mal, das, das ist cool. Aber Verpackungsmaterial. Nee, vorlesen für Katharina. Ja, das ist gut. Du darfst mal, weil ich habe ein bisschen mehr gelesen. Hallo ihr Schnackis, ich heiße Christoph und komme aus Neustadt am, Rübenberge, Region Hannover. Ich wollte auch gerne etwas zu eurem Bieratlas beitragen. Eine der Sorten gibt es auch immer auf dem Messegelände und die hat Axel dort mit Sicherheit schon mal getrunken. Oh ja. Vielleicht weiß er ja, welche es ist. Es macht immer Spaß, Axel bei seiner Arbeit über die Schulter zu schauen und sich das ein oder andere abzugucken. Sei es zum Beispiel das Krimpen von Superseal Steckern. Ja, oder auch Reparaturen am Bagger, da wir selbst ein Shepherd Terex HR1.6 Baujahr 2009 mit 3050 Stunden, aber ohne Schnellgang und nur mit normalem Stiel in der Familie haben. Ja, okay, aber so das heißt, ist da sehr dicht dran. So heißt es dann oft, wie neulich beim Anlasser, ach, lasst uns erstmal gucken, wie Schnackenberg das gemacht hat. Die Finger können wir uns später noch klemmen. Ja. Axel hat genau den richtigen Beruf gelernt. Es ist viel wert, wenn man heute fast alle Reparaturen selbst durchführen kann. An Wein noch etwas für den Wohnzimmer, für das Wohnzimmer und den Küchentisch. In unserem Dorf wächst auf den Sandböden nur Roggen, doch bei euch auf den Gutböden Holsteins sind die Rüben zu Hause und auch Bestand eures Contents. Daher hier für euch der Rübensaft. Ich wollte gerade sagen, was ist es? Leider wurde die Produktion in diesem Jahr eingestellt. Genießt also eines der letzten Gläser. Oh. Macht weiter so, wir sehen uns mal wieder auf dem der Eurotier, dann den bekannten Gebrauchsmaschinenplätzen im Daisy Stein oder sonst irgendwo in eurem Lieblingseinkaufsland Niedersachsen. Liebe Grüße von Christoph und vielen weiteren Abonnenten hier aus dem schönen Ort Schneren. Richtig vielen, cool. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, ihr Lieben, nach Schneren. Ja, also ich will mich nicht außen, also Gilde Ratskeller, also Gilde Bier. Das habe ich könnte, noch nie gegessen. Könnte sein, dass ich das da mal gesehen habe, aber nagel mich nicht fest, welches Bier auf der Messe da rumturnt. Rotaufstrich richtig aus cool. Zuckerrüber, ja. Nie. Wahnsinn, total voll geil. Cool. Eine Bierauswahl, einmal was zum Knabbern und dann eben noch der schöne Rübensaft, mega cool. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, speziell in euren Haushalt und in den Rest des Ortes, nicht? Das scheint ja da dann beliebt zu sein, ne? Richtig, richtig cool. Können wir auf dem Bieratlas notieren. Mega, ne? Aber ich glaube, Gilde ist... Aber du... Christa, schreib mal rein, ob er richtig das... Also steht ja auch, zur Not steht ja auch noch Hannover drauf auf Gilde, ne? Aber ich meine... Das ist auch Hannover. Ja. Das ist das Pferde-Dingsbums. Ach, ich weiß. Hannover Spezielles, du bist lustig. Ja, eins, zwei oder drei, eins von denen wird sein. Also er sagt Gilde. Mal gucken, ob das jetzt, richtig ist. Christoph, ja. Schreib mal. Schreib ruhig rein in die Kommentare, dann weiß ich das. Ich. Vielleicht musst du probieren. Und dann das Problem ist ja, na? Doch ein Bier hatte ich mit Stefan und Sven und Henry zusammen. Genau. Hast du eine Knolle getrunken? Nee, war aus einem Plastikbecher und da war nichts zu sehen, was das war. Keine Ahnung. Und ansonsten an den Ständen haben die ja immer alle Sorten selber mit irgendwie. Egal. Richtig, richtig cool. Vielen, vielen lieben Dank für diese ganzen tollen Geschenke. Ja, richtig, ne? Richtig klasse. Ihr seid echt klasse. Das kann man immer gar nicht in Worte fassen. Super lieb von euch, ne? Dann hoffen wir, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ne? Vielen Dank. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.